Herzlich willkommen zu einem Spitzenpod. Ich werde mich mit I Wanna Be The Guy vergnügen. Dieses ist das härteste Spiel neben Kaizo Mario. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Und ich werde mich wahrscheinlich kräftig aufregen, wenn ich New Game mache. Und zwar erstmal hart, ich lusche. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir können dort runter oder da hoch. Da ist es schon ziemlich schwer, gleich da unten durchzukommen. Daher will ich den Weg nach oben wählen. Man sieht hier Äpfel, die fallen runter. Man muss hier ganz schön vorsichtig sein. Diese Äpfel sind böse. Sie töten dich. Sie töten dich. Und diese sollen sich beim Sprung behindern und ich versuche sie... Wisst ihr jetzt, warum das das schwerste Spiel ist? Einfach erdrücken und nochmal versuchen. Und dann heißt es durchrennen und gar keinen Schaden nehmen. Selbst jetzt gibt es sehr wenig. Dieses Spiel ist nichts für Leute, die keine Geduld aufbeißen. Ich weiß nicht, ob ich diese Geduld habe. Dieses Spiel ist ärgerlich und gefährlich und böse. Den Apfel weglocken. Komm schon. Komm schon. Okay, jetzt kommt nämlich der asoziale Teil. Das rüberspringen. Die Äpfel kommen mit 180 km/h entgegengeschossen. Und irgendwie will dieser Apfel. Boah! Okay. Video. Noch ein Apfel. Okay. Böse Verarschung. Hier geht's gerade weiter. Wir können hier auf die Wolken runter. Und. Gut, wie soll ich da jetzt rüberkommen? Ich will mich auf jeden Fall jetzt beeilen ein bisschen. Aber das geht hier schwer bei diesem Spiel! Oh mein Gott. Das war knapp. Knapp. Nochmal knapper. Und komm schon. Runterlassen. Genau. Verarschen. Schnell weg hier, durch den Sprung und durchspringen. Diese Apfel hat nicht reagiert. Die meine Falle. Oh Gott, okay, okay. Auf diese Wolke. Diese springt runter. Und dann schnell auf diese Wolke. Und. Wie soll ich da. Wie soll das gehen, bitteschön? Okay. Okay, 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 okay. Steckt mich in eine Kleidung und nennt mich Betty oder Bella oder je nachdem, wie ihr mich nennen wollt. Dieses Spiel ist absolut astrein und asozial. Ja, es wird kein Part 2 geben wahrscheinlich. Vorher schrott ich meinen Computer noch vor Frust. Und die Äpfel sind böse. Aber diese Teil finde ich jetzt persönlich nicht mehr so schwer. Man muss sich da halt ein bisschen anstrengen. Dann geht das schon. Okay, genau überlegen Jungs und Leute. Wie komme ich da rüber? Ich dachte, ich kann doppelt springen. Ich muss auf die andere Wolke. Okay. Ich hoffe, ich schaffe es überhaupt durch. Ich glaube es aber nicht. Ja gut, die Äpfel scheine ich jetzt schon relativ schnell beherrscht zu haben. Einfach durch. Oh, scheiße. Gut, wenigstens sind die meisten Äpfel weg. Och, Mann. Ich bin ein ruhiger Typ. Ich kann das. Ich kann. 15 Minuten. Könnt ihr das aushalten, Leute? Wir haben gerade mal ein Drittel der Zeit geschafft und... Okay, ich muss mich jetzt absolut konzentrieren. Ich werde jetzt wahrscheinlich komplett still sein und mein Glück versuchen. Schwätzen bringt ich aus der Fassung. Okay.
Fiebert mit mir, Leute. Fiebert mit. Also meine Erdtasche wird gleich geschrottet. Das ist so gemein, Leute. Das ist so gemein, die scheiß Äpfel kommen nicht runter, wenn ich auf sie zugehe. Ja, komm schon! Ich hab's doch so gut hinbekommen, wieso geht das jetzt nicht mehr? Okay, der braucht ein bisschen länger, dieser Apfel. Aber da geht er nicht so schneller. Da müssen wir antäuschen. Okay, gut angetäuscht. Und da springen wir jetzt einfach durch und perfekt durchs Loch. Perfekt. Okay, ich muss mir merken, beim Doppelspringen, wenn ich mir zu lange Zeit lasse, geht der Doppelsprung nicht mehr. Komm schon. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Aber ich will mich lieber zügeln. Oh fuck. Okay, ich glaube, die Leute zwingen mich, dass ich auf die andere Plattform was springe. Okay, perfekt ausgewichen und jetzt kommt dieser Teil. Das Spiel ist arschlochmäßig. Wir könnten es gern hier unten mal versuchen. Hätte ich lieber doch nicht. Ich muss mir es merken auf jeden Fall, diese scheiß Stacheln kommen von rechts. Okay, kannst du mal zurückgehen? Dankeschön. Und da hinten soll ein Eingang sein. Genau. Das ist so asozial! Das ist so asozial! Leck mich an den Eiern! Das ist ja mal so fett! Ach du Scheiße! Und woher soll ich jetzt wissen, wenn die Stacheln nicht runterfallen? Ach du Scheiße! Ach du großer Gott! Ach du! Oh, ihr habt doch... Oh, ihr habt doch! Ihr seid doch wahnsinnig! Oh Gott! 100%ige Befriedigung, auf jeden Fall. Das müssen wir schaffen, Leute. Es ist wohl wirklich eher ein Review zu dem schwersten Spiel überhaupt. Oh Gott. Oh Gott. Das sind das drei. Nein! 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 Gott, nein! Ja gut, eine kleine Knarre wird mich jetzt auch nicht finitzen. Ich hab so Angst in dem Spiel, ich hab so Angst. Schnell, schnell, schnell. Der hier wackelt. Genau. Fuck, ich komme nicht mehr hoch! Ich hab so gut angefangen! Ach komm! Anfängerfehler! Schade, ich komme nicht mehr hoch! Ja, ich wünschte, dein Cape hätte Superkräfte. Was war das, Leute? Das ist ja so unfair gewesen.
Okay, wie soll ich da ausweichen? Ach so, die gehen. Okay, okay, hab's begriffen. Ich hoffe, ich schaffe einen Safe Point. Glaube ich aber weniger. Ich werde den Port dann trotzdem hochladen, auch wenn ich nicht weit gekommen bin. Um genau zu sein, 0,1% weit gekommen bin. Starten wir eben bei 0%. Ja, ist mir egal. Gut, wackeln wir Dorn. Hier relativ unten halten. Dann Doppelsprung, Sprung, 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 Doppelsprung, Sprung, 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 Doppelsprung. Die Dinger erscheinen lassen, Doppelsprung, warten. Einmal springen, Doppelsprung, einmal springen, zack, zack, zack. Ja, Speicherpunkt. Wie speichere ich? Ah, jetzt, okay. Okay. Ich habe mich nicht mal gescheit umgeschaut und schon... Okay. Kann ich vorrennen, oder? Okay, nein. Sehr großzügig. Ach, das wird wie ein Super Mario hier haben. Och, Leute. Ihr wollt mich nicht verarschen, oder? Und dann muss ich mittendurch vielleicht... Bei den Leuten kann ich mir vorstellen, dass da sogar noch die Narben runterfallen. Ah! Wie soll ich darüber kommen? Muss ich da einen vollen Sprung schaffen, oder? Ich nehme mal schwer an, ich muss... Okay, ich hab... Jetzt habe ich die Nadel vergessen. Voll daneben! Super gemacht, Shiro! Super gemacht! Ja, super! Vor lauter Frust habe ich vergessen, dass da noch eine Nadenrunde fällt. Yippie-yay! Thumbs up, bitte! Und... Double Fail! 13 Minuten Frust, also das befriedigt meine Gelüste! Aufspringen. Ich komme, wie es aussieht, sehr, 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 sehr schwer rüber. Ich habe gedacht, ich hätte den Abstand geschafft, aber nein, ich wurde erwischt. Natürlich! Ach du Scheiße, da habe ich gedacht, ich könnte mich durchmogeln, aber da habe ich mich wohl absolut geirrt irgendwie. Also Leute, erspart mir das Kommentar, dass ich da unten durch kann. Das könnt ihr euch knicken. Ich muss da oben rum. Aber dazu muss ich erstmal einen Weg über diese Nadeln finden. Für mich bisher unmöglich. Und unten durch kann ich auch nicht, das habt ihr ja super gesehen und ich vergesse immer diese Nadel da oben. So. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Also ich bin mal gespannt, wie weit ich da kommen werde, ohne meinen PC zu zerstören. Denn das ist durchaus ein Frustspiel. Und ich kann nicht den einfachen Weg nehmen. Und ich denke, ich mache hier mal einen Cut. Noch einen Versuch starte ich, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Okay. Und damit beende ich erstmal den Part. Ob es Teil 2 geben wird, ich habe keine Ahnung. Spaß macht es mir trotzdem ohnehin, auch wenn das Spiel verdammt schwer ist. Und ich hoffe, ihr habt den Part einigermaßen genossen. See you later.